Wir haben im Algorithmus von Kruskal eine Datenstruktur benutzt, die wir erst noch spezifizieren und implementieren müssen. Hier ist das im Algorithmus verwendete Interface. Verwaltet wird eine Menge von Mengen. Wir haben im Algorithmus zwei Methoden verwendet. Methode InSameSet bekommt zwei Elemente und liefert True zurück genau dann, wenn beide Elemente zur selben Menge gehören. Methode Unite vereinigt die beiden Mengen, zu denen LM1 und LM2 gehören, zu einer Menge. Das Interface, das wir tatsächlich implementieren werden, ist leicht anders. Dieses Interface ist unter dem Namen UnionFind bekannt. Die Unite-Methode ist dieselbe. Anstelle von InSameSet gibt es eine Methode Find, die nur ein Element bekommt und dann kein Boolean, sondern ein Element zurückliefert. Und zwar fungiert hier in jeder Menge eines ihrer Elemente als Repräsentant für die Menge. Methode Find liefert diesen Repräsentanten zurück. Hier ist der Adapter zu sehen. Das Interface ist das von Set of Sets, aber intern verwaltet werden die Mengen durch eine Klasse, die UnionFind implementiert. Die Methode Unite delegiert einfach nur weiter. Die Methode InSameSet ruft Find mit beiden Elementen auf und vergleicht die beiden Repräsentanten. Sind die Repräsentanten gleich, dann sind beide Elemente in derselben Menge. Sind sie ungleich, dann sind die beiden Elemente in verschiedenen Mengen. Wir betrachten hier nur eine einfache, aber sehr effiziente Implementation von UnionFind auf Basis eines Arrays von Listen. Der Konstruktor hat als Argument die Anzahl Elemente und richtet einelementige Mengen in einem Array ein. Rechts ist zu jeder Menge der Repräsentant aufgeführt. Das ist am Anfang natürlich jeweils das einzige vorhandene Element in jeder Menge. Dies ist die erste Vereinigung zweier Mengen. Die erste Menge wird an die vierte angehängt. Die 4 ist dann der Repräsentant dieser Menge. Die sechste Menge wird an die siebte gehängt. Die 7 ist der Repräsentant dieser Menge. Die dritte Menge wird an die zweite gehängt. Die 2 ist der Repräsentant dieser Menge. Die fünfte Menge wird an die vierte gehängt. Die 4 ist der Repräsentant. Hier greift zum ersten Mal eine generelle Regel, welche Menge an welche gehängt wird. Die Regel, die wir hier immer anwenden, ist ganz einfach. Die kürzere Menge wird immer an die längere Menge gehängt. Bei gleich langen Mengen ist es egal, welche an welche gehängt wird. Die zweite Menge wird an die vierte gehängt, also wieder die kürzere an die längere. Bislang haben wir nur Vereinigungen betrachtet. Wie funktioniert nun Methode Find? Wenn wir beispielsweise Find für irgendeines der Elemente 4, 1, 5, 2 oder 3 aufrufen, dann soll in jedem dieser Fälle 4 herauskommen. Dazu wird die Struktur angereichert mit weiteren Verweisen. Jedes Listenelement hat nicht nur einen Verweis auf das nächste Listenelement, sondern noch einen weiteren Verweis zurück auf die Array-Komponente. Die UnionFind-Datenstruktur wird in Algorithmen verwendet, zum Beispiel im Algorithmus von Kruskal. Zum Beispiel bei Kruskal haben wir Knoten. Wir wollen Find auf Knoten Nummer 2 anwenden. Es muss noch zusätzlich ein Java-Verweis oder eine andere Art von Verbindung implementiert sein von einem Knotenobjekt auf das zugehörige Listenelement. Wenn das der Fall ist, kommen wir in konstanter Zeit zum Listenelement. Durch den Rückwärtspointer haben wir in konstanter Zeit auch die Array-Komponente. Und dadurch schließlich in konstanter Zeit kommen wir zum Repräsentanten der 2, nämlich die 4. Damit kommen wir nun zur asymptotischen Komplexität. Wir haben soeben festgestellt, dass Find konstanten Aufwand hat. In der Methode Unite wird eine Liste an die andere angehängt. Wenn wir bei jeder Liste noch zusätzlich einen Pointer auf das letzte Element verwalten, dann ist der Aufwand dafür konstant.
Aber hinzu kommt, dass die Rückwärtspointer in allen Elementen der hinten angehängten Liste umgebogen werden müssen auf die Array-Komponente der vorderen Liste. Hier kommt jetzt ins Spiel, dass wir immer die kürzere an die längere Liste anhängen. Wenn wir ein einzelnes Element durch die verschiedenen Unite-Operationen verfolgen, dann können wir nämlich feststellen, nach jeder Unite-Operation, in der der Rückwärtspointer dieses Elements umgebogen wird, wird die Liste, in der das Element ist, mindestens doppelt so lang sein wie vor dieser Unite-Operation. Daher kann jedes Element nur logarithmisch viele Unite-Operationen mitmachen, in denen sein Rückwärtspointer umgebogen wird. Die Komplexität einer Unite-Operation ist linear in der Länge der angehängten Liste. Insgesamt ist der Aufwand für alle Unite-Operationen zusammen, also höchstens n log n im Worst Case. Die Partitionsmengen sind Listen in einem Array. Zu Beginn ist jede Menge einelementig, also eine einelementige Liste in jeder Array-Komponente. Vereinigung zweier Mengen heißt, eine Liste an die andere anzuhängen. Der Repräsentant einer Menge ist das erste Listenelement. Damit Methode find in konstanter Zeit darauf zugreifen kann, hat jedes Listenelement einen Rückwärtspointer auf die Array-Komponente. Jeder Aufruf von find benötigt konstante Komplexität. Für einen Aufruf von unite ist die Komplexität linear in der Länge der hinten angehängten Liste, denn in jedem Listenelement muss der Rückwärtspointer auf die neue Array-Komponente umgebogen werden. Wenn immer die kürzere an die längere Liste angehängt wird, kann das mit einem Listenelement nur logarithmisch oft passieren, weil jedes Mal die Länge der enthaltenen Liste mindestens verdoppelt wird. Insgesamt ergibt sich als Komplexität Anzahl Find-Operationen plus n log n, n die Anzahl der Elemente.